mit diesem schönen Blick auf den Bostoner Hafen, Bostoner Hafen, ist ja egal wie das heißt, begrüße ich euch zu einer weiteren Folge Assassin's Creed 3. In der letzten Folge haben wir ja mit dem Opi da, ich habe jetzt den Namen vergessen, bei dem sind wir jetzt ja Schüler und wir sollen für ihn hier ein paar Sachen kaufen. Also machen wir das auch. Verlaufen? Ich brauche die Sachen von dieser Liste. Wirst du bezahlen oder lieber tauschen? Einiges davon habe ich, einiges nicht. Holz ist schwer zu bekommen, seit mein Lieferant verschwand. Aber ich habe Werkzeug und Pech. Nägel auch. Wohin soll ich das alles liefern? Unser Wagen steht am State House. Scheint ja ein ehrlicher Verkäufer zu sein, wenn er das ganze Geld nicht nimmt. Also, sondern... Moment mal, ich kann da raus und da raus. Dann gehen wir doch mal da raus. Halt. Okay, dann muss ich wohl doch hier raus. Ich sollte zurück zu Achilles. Das ist ja komisch. Parlament für Boston, für New York, für Virginia. Niemand, aber Old Sarum repräsentiert und Newport und Newtown, Seaford und Salt. Ich könnte fortfahren. Verschlafen wir nicht. Okay, dann laufen wir mal zurück. Was ist denn hier los? Zollhaus, um es den Rotleuten mal ordentlich zu geben. Oh oh. James, was ist geschehen? Genau das werden wir herausfinden. Kommt mit zur King Street, wir zeigen es denen. Am Zollhaus ist was los. Kommt alle mit. Hallo. Wir lassen uns nicht unterjochen. Na, ich krieg da bestimmt gleich einen auf der Mütze. Das ging doch hier um Rot heute. Habe ich das nicht gerade gehört? Ein letztes Mal auseinander! Versammlungen dieser Natur sind verboten! Wir gehen nirgendwo hin, Bastard! Nein! Geht doch zurück nach England! Nichts Gutes entsteht aus solchem Chaos! Geht zurück nach Hause und alles wird vergessen! Niemals! Ihr müsst für eure Verbrechen bezahlen! Ihr Feiglinge! Zieht mit nicht. Gewehren auf Unbewaffnete! Wir haben keine Angst! Was ist das? Mein Vater. Ja, das heißt, es wird sicher Ärger geben. Du musst jetzt seinen Komplizen verfolgen. Die Menge ist ein Pulverfass. Er darf die Lunte nicht zünden. Aber... Nichts aber. Tu, was ich sage und los! Komm her, du fetter Feigling! Du schießt ja doch nicht! Hey, Rotrock! Na komm, benutzt das kleine Gewehr! Rumgedrängter Peter Grübel in deinem Rotrock! Wenn wir dich mal kämpfen! Hoi, du da! Was soll mit dieser Aufruhr? Feuer, Kaufhaus! So, geh weiter. Oh oh. Au, er geht ja weiter. Ich dachte, der ist hier stehen geblieben. Ich hab schon gedacht. Ich
Schön, wie wir merken, Luschet. Ist ja geil. Klong. Dein Plan ist gescheitert. Nicht ganz. Oh oh. Ihr Hunde! Feuer! Zu viele. Ich hau lieber ab. Ich muss sofort zu Achilles. Alle weg. Puh, haben wir ja nochmal Glück gehabt. So, Alter, du hau mal ab hier. Noch mehr. Weiß nicht, kann ich jetzt einfach raus hier? Probier's mal. Okay, schnell mal hoch hier. Ich denke mal, dass ich oben, hoffe ich, ein bisschen... Ah, scheiße, da sind auch überall welche. Nee, runter mit dir. So, ich versuche mal jetzt hier durchzuschleichen. Ich hoffe nicht, dass die mich jetzt immer noch hier verfolgen, die guten Soldaten. Ey, kann ich mir ein Pferd nehmen? Jo! Das letzte, was ich von meiner Heimat gehört habe, war der Krieg. Okay, hier ist Wasser, hier komme ich nicht durch. Ah, hier war ich doch schon mal bei diesem Marktplatz hier. Oh, wow, 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 wow. Okay, ich denke mal, das sind hier so diese kleinen Nebenmissionen hier. Dann springen wir runter hier, Typ. Danke. Bitte, bitte, mein Freund. Oh, 4 von 4. Cool. Okay, dann muss ich wahrscheinlich jetzt hier rein irgendwo. Ist das nicht der Lodger hier, der mich da und so? Du bist Achilles Bursche. Connor, nee, oder? Ich sah, was am Bürgerhaus geschah. Schöne Bescherung. Wer bist du? Samuel Adams, stets zu Diensten. Achilles bat mich, dich aus Boston herauszubringen. Erkläre. Die ganze Stadt sucht nach dir. Hört her! Hört her! Ein Krimineller treibt sich um. Man gibt ihm die Schuld am Massaker am Townhouse. Die Bevölkerung soll die Wache rufen, wenn er gesehen wird. 10 Pfund für alle Hinweise, die zur Ergreifung des Irren führen. Tun? Fang damit an, diese Steckbriefe abzureißen. Komm zurück zu mir, wenn du sie abgerissen hast. Ich kann nicht reden, solange noch Steckbriefe übrig sind. Okay, dann fange ich mal hier an. Oh oh. Oh, wo ist denn hier? Diesmal kein Stroh mehr, kein Stroh hier.
doch da. Nein, du sollst da rein, du Blödmann. Zu langsam. Nein. Ach, macht er das nicht, wenn da welche im Gegner, wenn da welche sind in der Nähe? Ach, Kacke. Hoch mit dir, Leute, zu. Seht zu, seht zu, seht zu. Nun geh doch mal hoch. Oh, macht er nicht. Zu langsam. Na, 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 na. Jetzt vielleicht? Scheiß die Wand an. So, noch mal ab hier. Also, wo ist dieser Bursche hin? Der Bursche ist weg. Das ist nämlich ein Superbursche. Renne ich wieder hier hin. Okay, ich versuche es einfach mal ganz schnell, auf die ganz schnelle Art und Weise. Nein, geht das gar nicht? Hau doch mal ab hier. Kann ich das nicht? Jetzt hau ab hier. Hey, hau ab. Oh oh. Oh oh. Okay, das geht wieder nicht. Na 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 na, mal verholt. Kann ich dich erledigen noch nebenbei? Danke sehr. Was, Mission starten? Nein, will ich gar nicht, hör auf. Ich will hier meine Steckbriefe abreißen. Was machst du denn, Alter? Geh doch mal ab da. So. Nein. Ach so, hab ich schon. Ah, Connor. Da bist du ja. Ich möchte dir Cyrus vorstellen. Ist das der Mörder? Ruhig, mein Junge. Cyrus ist auf unserer Seite, oder wenn der Preis stimmt, wird er es sein. Kennt jemand diesen Mann? Sieh zu und lerne. Hört, hört! Wir erfuhren, dass der Verantwortliche für die heutige Schießerei womöglich verkleidet war. Eine Perücke und Schminke wurden in der Nähe des Tatorts gefunden. Zeugen sprechen von einem Mann mittleren Alters und blassem Teint, der zu den Landungsbrücken floh, ein Gewehr im Arm. Ich danke euch, Cyrus. Gerne. Dann komm mit. Eine letzte kleine Aufgabe bleibt uns noch. Wo gehen wir? Na gut. Zum Drucker. Was glaubst du, wo all die Steckbriefe herkamen? Sie stammen aus einer Maschine. Wir müssen sie abschalten. Hä? Ach so. Ja, dann geh. Ach so, soll ich selber hinlatschen? Okay. Kommt der hinterher? Na, ich dachte schon, er kommt nicht mehr. Ja, ist ganz schön duster hier in Boston. Da gab es auch noch keine Straßenlaternen. Ich könnte über die Straßenlaternen dich dort treffen. Tunnel?
Die sind recht nützlich, wenn Eile und Geheimhaltung nötig sind. Okay. Ja, dann zeig. Hallo. Okay, da kommst du mir wohl doch hinterher. Oh oh. Komm sofort da runter. Ja, ich komme doch schon runter. So. Immer mit der Ruhe, junger Mann. Okay, hier kommen wir nicht rein. Lass mich mal durch, du kleines Pferdchen. Nein, du sollst da nicht hinklettern. Oh, Mensch. Okay, ich muss wahrscheinlich über den Hof. Oder kommen wir hier? Aha. Okay, dann müssen wir wohl doch oben rum. Okay, da ist eine. Oh, ist der auch da reingegangen? Ey, ist das hier nicht, sind das hier nicht die Tunnel hier? Hier werden wir also. Gut, dann betreten wir mal den Untergrund. Na? Oh, 140. Cool. Nö, den Vortritt brauche ich mir nicht ansehen. Oh, ist das dunkel. Seht ihr überhaupt noch was? Ich sehe ja kaum was. Na ja, gut, jetzt geht's wieder ein bisschen. Hahaha. Ach, das sind doch die ganzen Lampen, die ich doch schon als Fuddy hier angemacht habe. Zünde die Lampen mit deiner Laterne an, Connor. Sie zeigen uns den Weg, sollten wir umkehren müssen. Und weshalb bauten Sie diese Tunnel? Ja, eine Antwort kriegst du nicht, Minium. Sehr gut. Lass uns weitergehen. Ja, ja. So sehr mache es mich schmerzt, das zu sagen, aber wir müssen den Ratten folgen. Sie bewegen sich oft in Richtung Ausgang. Okay. Gut, dass du mir das sagst, Fuddy. Oh. Gut, gut. Du hattest recht. Ich entschuldige mich für meine Zweifel. Kein Wunder, dass Achilles so an dir interessiert ist. Teufel! Ich schätze, Schlosserknacken gehört nicht zu deinem Repertoire. Ach du Scheiße, wie war denn das jetzt wieder? Ich bin doch gar nicht so doof wie ich aussehe, gleich beim zweiten Mal. Der Drucker ist nicht weit. Wir sehen uns dort. Was? Tauchst du jetzt ab? Typ?
Lässt er mich hier alleine, oder was? Gut, und ich würde sagen, hier beenden wir die Aufnahme und wir sehen uns wieder. Haut rein. Tschüss.